Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Astronier. So, folgender Plan heute. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, den Atmosphärenkondensator jetzt als nächstes Projekt anzusetzen. Und zwar würde ich jetzt sozusagen, wir brauchen auf Novus das Methan. Unsere Energieversorgung klappt ja jetzt soweit schon mal ganz gut. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier nochmal einmal Astronium holen und ich muss noch einmal Kupfer holen gehen. Das heißt, wir gehen uns jetzt einmal nochmal eine Fuhre Kupfer holen. Ganz nach unten. Damit wir quasi auf Novus haben wir ja Sonne hoch und auch Wind hoch. Und dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt zuerst das Windzeug nochmal regeln. Also unsere Energieproduktion läuft ja jetzt schon mal ein bisschen stabil. Ich will jetzt zwar nicht sagen perfekt, ne? Aber sie läuft schon mal stabil und das ist eigentlich die Hauptsache. Das heißt, wir gucken, dass wir jetzt uns schon mal so ein bisschen vorbereiten, dass Novus einen Atmosphärengenerator bekommt. In Novus kriegen wir auch unten in den Höhlen wunderschön noch einmal Hämatit. Daraus kriegen wir ja Eisen. Das heißt, das brauchen wir ja auch, um den Atmosphärengenerator herzustellen. Halt. Hier war das doch schon, ne? Ja, hier war das schon. Guck mal, hier ist so viel noch an Hämatit zu holen. Okay, jetzt nehmen wir hier nochmal ein bisschen Zink mit, aber das lässt sich nicht vermeiden. Und wegschmeißen werde ich das jetzt hier auch nicht. Ne, reicht noch nicht. So, passt. Da können wir jetzt schon wieder hochgehen, leider. Ja, wir können halt nicht wirklich viel mitnehmen. Moment, was ist denn da eigentlich für Zeichen dran? Das müsste ich ja jetzt mal kurz gucken hier. Ressourcen. Das sieht nach organisch aus, ne? Nee, das sind... Ohne Punkte, ohne Punkte. Ohne Punkte, das ist Hämatit. Was er haben will. Der will Hämatit haben? Wirklich? Tatsache. Nee. Der will was anderes haben. Moment. Was willst du denn haben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das sieht aus wie Glas, was er haben will. Glas möchte er haben. Na gut, da ist immer eine Forschungsprobe drin meistens. Das heißt, wir könnten, wenn wir das nächste Mal hier runtergehen, dann nehmen wir einmal ein Glas mit, wenn ich das nicht vergesse. Dann römpeln wir den nochmal. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Weil wir brauchen, wie gesagt, noch sehr, sehr, sehr viele Forschungspunkte. So, aber wie gesagt, damit wir auch ein bisschen zu Rande kommen... Ich mir jetzt überlege, jetzt mit den Forschungspunkten, die wir jetzt generieren oder permanent generieren, die 120, da kann ich auch gerne mal auf die 5000 warten, weil wir brauchen ja von dem Ding ja wirklich nur einmalig 5000 und die Ressourcen, die wir dafür brauchen, also für ihn selbst, die kriegen wir hier eigentlich wunderbar auf dem Planeten. Das Einzige, wo ich dann halt sage, hier für den Planierer, dafür brauchen wir dann halt wirklich einmal Silikon und dafür brauchen wir dann auch das Methan. Und mit dem Silikon können wir aber auch diese Unterkünfte bauen. Ich glaube, das war Silikon. Die halt auch Strom generieren, auch wenn es nicht viel ist, aber es ist schon mal permanente Stromzufuhr. Für Außenplaneten ist das gar nicht mal so verkehrt. Also diese Notunterkunft oder... Ne, dieses kleine Häuschen da. Und ich denke mal, das wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir uns jetzt da als nächstes drauf stürzen. Aber dafür brauchen wir dann halt einmal, müssen wir dann runter in irgendeine Höhle und dann halt einmal eine ganze Rucksackladung mitnehmen. Aber wir können ja dann quasi schon mal Energie da lassen. Das heißt, wir nehmen sozusagen schon mal fertig gebastelte... Generatoren, wollte ich gerade sagen, mit.
Einen großen Tisch kriegen wir ins Raumschiff. Auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber ist halt ein großer Tisch, ne? Besser als gar nichts. So, und hier geht jetzt gerade die Sonne auf. Das heißt, hier geht auch wieder die Energie hoch. Das ist gut. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Mal hier ein bisschen wieder freiräumen. Ich habe hier halt einfach zu viel Schund, was geschmelzt werden muss und so. Und was nicht geschmolzen werden muss. So, dann hauen wir das hier alles nochmal mit drauf. Muss ja sowieso alles geschmolzen werden. Die Rohform brauche ich davon ja gar nicht. So, dann könnte ich hier nochmal das ganze Zink runternehmen. Es wird echt Zeit für die Lagerkanister. Es wird echt Zeit für die Lagerkanister. Aber es gibt halt so viel, was ich mit Mal machen möchte. Die Forschungspunkte haben wir noch gar nicht. Deswegen, müssen wir mal gucken. So, auf jeden Fall wollte ich 4 Stück mitnehmen. Das heißt, ich brauche auch wieder das gute alte Problem mit dem Quarz. Da ich da unten jetzt keine direkte Quarzverbindung habe, mache ich das jetzt nochmal hier drüber. Funktioniert ja auch. Und jetzt da unten extra nach Quarz suchen, um 8 Quarz hochzunehmen, nehme ich lieber die Erde und wandle diese um. Wie gesagt, hier in unsere Produktionslinie läuft schon mal. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, dann haben wir hier schon mal den ersten, den wir schon mal herstellen können. Der fehlt uns ja hier auch nochmal. Das heißt, wir machen uns jetzt hier schon mal den ersten fertig. Und dann 4 und 4. Das wird noch ordentlich schwierig. So. Nehmen wir uns schon mal 2 weitere Kupfer. Na, eigentlich können wir uns schon 4 weitere Kupfer rüberholen. Wir müssen hier nur noch aufs Glas warten. Den einen, den setzen wir natürlich dann gleich um. Also hier in die Base schon mal rein. Weil tagsüber brauchen wir jetzt doch deutlich mehr. Gut, und ich könnte jetzt, bevor ich den Atmosphärengenerator da ansetze. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Energie, Energie. Hier war doch Energie technisch. Mittelgroße Windturbine, Glas und Keramik. So, Keramik haben wir eigentlich da. Glas wird ja hier noch gemacht. 1, 2. Können wir schon mal rübertragen. Dürfen wir jetzt unter gar keinen Umständen hier auspacken. Ansonsten haben wir ein Problem. So, dann fang schon mal an hier zu basteln. Dann wollten wir natürlich einen großen Tisch. Können wir schon mal bauen. Also einen guten großen Tisch. Ist jetzt immer noch die beste Plattform für Anfänge und Co. So, hatte ich dich eigentlich hier unten schon abge... Ja, da ist schon nichts mehr drauf. Ach, hier siehst du, hier habe ich ja noch eine Plattform. So. Das heißt, quasi kann ich die erstmal hier schon mal draufstellen. Das kommt ja dann eingelagert in die Rakete. Somit brauche ich jetzt kein Harz und so weiter mitnehmen. Jetzt haben wir hier nochmal ein Glas. Da kommt jetzt nochmal gleich ein Glas. Dann kriegst du hier nochmal ein Glas. Und jetzt wird es doch schon gleich langsam Nacht hier. Oh, oh, oh. Dann holen wir uns hier nochmal kurz von Le Berg nochmal ein bisschen Erde, damit ich nochmal Quarz herstellen kann. So, machen wir mal voll hier. Sehr schön. So, haben wir jetzt schon mal ein paar Stück. Und jetzt müssen wir sowieso ein bisschen öfters hin und her und die Dinger hier reinsetzen. So, machen wir nochmal Quarz. So, 1, 2. Brauchten wir nochmal, ne?
Ne, einen braucht man nur noch. So, du kommst natürlich hier in die Rakete. Bin ich da eigentlich schon sauer? Huch, wo habe ich das denn? Nein, das sollte nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Um Gottes Willen, hör auf damit. Halt, stopp. Geh Schlafmodus machen. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier eigentlich hier in die Rakete schmeißen. So. So, Rakete ist voll. Mehr passt da leider nicht in die Rakete rein. Dann haben wir jetzt hier schon mal 4 weitere Dinger, die ich in den Rucksack packen kann. Jetzt lege ich das Ding doch nochmal darüber. Ich kann mich aber echt nicht entscheiden. Mal hier, mal da, mal hier. So, und dann machen wir jetzt nochmal 2 weitere mit blub, blub. 1, 2. Ja. Und ein, ja, 2 brauchen wir hier. Da war mir doch was. Und 2 nehmen wir dann nochmal mit. Und dann nehmen wir nochmal 2 weitere Tische mit, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall fair. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 2 Glas weitere. Weil Wind soll ja nur stabilisieren und ja, Solar soll halt eigentlich produzieren. Und ja, ich weiß, die Energieversorgung wird dann definitiv nicht gut sein. So, dann haben wir das aber schon mal drin. Somit passt das. Jetzt brauchen wir natürlich noch 2 für hier zu Hause, die für die Nachtwache dienen sollen. Guck mal hier, dann kannst du hier gleich nochmal ein bisschen mehr einschmelzen. Ich ja hier alles nur sonst so rum. Dann können wir uns hier die Keramik noch nehmen. Und eigentlich brauchst du nur noch einen weiteren hiervon und einen weiteren davon. Na gut. Schmeiß ich den hier erstmal zurück. So, die sind ja jetzt für den Heimatbetrieb hier. Einmal auspacken. Wunderbar. Und auch hier einmal noch. Und auspacken. So, dann haben wir jetzt hier erstmal für den Heimatbetrieb wieder ein bisschen mehr Windenergie hergestellt. Die Solardinger werde ich ja sowieso später auswechseln durch Wind, aber momentan lohnt sich das für mich noch nicht so. Wie gesagt, sind 0,5 Energie und teilweise reagieren die halt nur an den Dingern. Das ist mir bewusst, aber trotzdem besser als jetzt gar nichts zu haben. So, das haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch. Ja, ich könnte. Na, Verbindung brauche ich auf jeden Fall. Verbindung brauche ich auf jeden Fall. Ja, wäre nicht verkehrt. So, ich hätte mir jetzt noch überlegt, dann machen wir jetzt nochmal 2x Harz rein. Also, nee, Quatsch, wir könnten ja dann auch kleinere Dinger noch hinstellen. Ja, das dürfte auch passen. So, nehmen wir uns hier mal kurz die nächste Schicht weg. Und dann taufen wir dich mal um auf Harz um. So. Harz. Dann mach es mal. Und hier da einmal rein. Und jetzt haben wir hier noch ein Grünzeug. Ein Grünzeug können wir hier nochmal zusätzlich zur Energie geben. Das dürfte nicht schaden. Wir baddeln ja hier jetzt sowieso gerade alles aus. Das erholt sich ja hoffentlich gleich. Na, jetzt wird es langsam wieder Tag. Jetzt, also noch geht die Produktion. Und oh, ich stimmt. Ich habe ja hinten den Arm schon ausgemacht. Den Bösen.
So. Dann nehmen wir uns jetzt hier mal 3 Stück mit, weil wir können, wenn wir von dem hier die Plattform hernehmen, die sind ja klein genug, dann spare ich mir auch quasi den Platz. Statt 2 Harz mitzunehmen, nehme ich dann halt 2 von den Plattformen mit, die dann einfach nur zur Energieerzeugung da sein sollen. Weil es sind ja doppelte Steckplätze. Und von daher passt das. Und ich dachte, die kosten weniger. Dann haben wir das ja schon mal soweit. Könnten wir eigentlich schon fast losfliegen. Haben wir alles, was wir eigentlich brauchen, oder? Sieht auf jeden Fall gut aus. So, und ich bin froh, dass wenigstens die automatische Forschung bis jetzt klappt. Dann ist das fertig. Jetzt müssen wir nur noch einmal... Da ist es. Dafür hatte ich mein ganzes Aluminium immer geopfert hier. Und hier lag noch eins dran, das habe ich gesehen. So, dann machst du uns hier gleich mal den nächsten, damit wir hier auch starten können. Dann setzen wir hier die Kanister nochmal an und dann gehen wir jetzt uns gleich nochmal Astronium holen. Einen ganzen Rucksack voll. Damit die Forschung dann auch, während wir auf einem anderen Planeten sind, weiterläuft. Das heißt, das, was ich jetzt da drauf gesetzt habe, das kommt in den Rucksack. Da haben wir jetzt auch hoffentlich genug Tischbatterien und so. Also Tisch hingestellt und Co. Das dürfte eigentlich alles passen. Und Eisen holen wir uns ja dann sowieso erstmal einen ganzen Rucksack voll. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nach unten wieder. Ganz nach unten. Hoppala. Jetzt rutsche ich hier aber ganz schön ab. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da auch irgendwo nochmal Gemisch haben, was ich denn mal benutzen kann. Um mir solche schönen Verbindungen hier herzustellen. Und ich denke hier immer, geht das hier in die Ecke, aber... Tut's ja eigentlich nicht. Es ist ja immer ein gerader Weg nach unten. Gerade nach unten. Na, hoffen wir mal, dass das auch alles reicht. Na, Harz müsste ich hoffentlich da auch nochmal haben, weil eigentlich bräuchte ich ja auch nochmal ein Lager, damit ich das auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen könnte. Aber mal gucken, wie wir das im Untergrund finden. Zur Not gucken wir uns da einfach mal nach Harz um. Das wäre ja jetzt nicht das Schlimmste und Grausigste. Und ich habe gerade vergessen, den Bohraufsatz mit reinzunehmen. Jetzt sind wir hier schon fast ganz unten. Na, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ne? Sah jetzt alles so mega merkwürdig aus. So, hier müssen wir jetzt wieder aufpassen. Ich hoffe, ich komme da dann trotzdem noch ran. So, langsam. Was hier ums Eck? Mal gucken, ob wir hier überhaupt was abgebaut kriegen. Ah, hier liegt noch eins. Ah, so wie es aussieht, kriegen wir hier noch ein bisschen was abgebaut. Aber leider nicht alles, was ich gerne sofort mithaben würde. Halt, roll mir hier jetzt nicht runter. Na, aber ich denke mal, das dürfte noch gut gehen. Hoppala. Stimmt. Ha! Verdammt. Gut, mit einem Trick abgeerntet. Hat auch gepasst. Und jetzt haben wir doch wieder eins liegen lassen. Ach, verdammt. Egal. Gut. Aber dann würde ich sagen, erspare ich euch jetzt den Aufweg. Weil wenn wir oben sind, dann müsste die Folge so oder so enden. Das heißt, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann... oben mit einem Raketenstart in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.